Zu einer neuen Folge auf dem Kanal von der Battle Royale, ihr wisst es. Heute spiele ich mal wieder ein Orlino-Skin. Was ich sagen möchte, die kalkgenäpften Waffen sind alle wieder zurück, für alle, die es nicht wissen. Also, wer Fan von den Waffen ist, holt sie euch, Leute. Also, kalkgenäpfte Pistole, kalkgenäpftes Sturmgewehr und kalkgenäpfte Sniper. Ich werde Lazy Lake landen, oder? Naja, wir gehen zu Misty Meadows. Misty Meadows ist nämlich geiler. Ich hatte tatsächlich in einer Runde vor ein paar Tagen einfach ein goldenes kalkgenäpftes Sturmgewehr aus einer normalen Kiste. Und in derselben Runde noch zwei legendäre Waffen aus einer normalen Kiste. Na gut, war jetzt nur eine legendäre Plasmakanone und eine legendäre Railgun. Aber trotzdem, ist es überhaupt möglich, dass man zwei legendäre Sachen aus einer Kiste bekommt? Ich meine, eine legendäre Sache ist ja schon was. Und dann bekommt man einfach zwei der. Da, seht ihr? Sehr gern. Fälle, die mir gerade nicht geglaubt haben. Warum auch immer ihr mir nicht glauben solltet. Meine Quellen sind vertrauenswürdig. Alles klar. Wisst ihr, was ich mal übelst feiern würde in dem Game? Aber wirklich übertrieben feiern würde? Das kalkgenäpfte Pumpgun. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, so rein physikalisch. Wie man es schafft, eine Pumpgun kalkgenäpft zu machen, aber wäre das nicht mal geil? Wäre das nicht mal episch? Wenn man wirklich hier so mit der Pumpgun schießen kann und man hört es fast gar nicht. Ah, hier ist jemand. Ich habe das gerade erst gar nicht gesehen, dass hier jemand ist. Ist der hier drin? Nö, hier ist alles clear. Hört ihr denn jetzt gerade auch jemanden? Wartet. So, und jetzt leise. Hä? Hier ist niemand. Aber hey, das Ding hab doch nicht ich geworfen. Ups. Ich hab schon 15 Verbände. 15 finde ich auch komplett übertrieben, dass man so viele aufheben kann davon. So viele, aber so dermaßen viele. Hier so ungefähr war das Teil. Oh, einstellen. Okay, ich kann mich verstecken. Ach, bitte fick mal. Oh, ja, endlich, Digga. Die kommt aber auch echt nicht zum Punkt, die Frau. Manche Menschen haben da leider kein Talent für, wisst ihr? Dafür beurteile ich die ja auch nicht.
Da hinten war er. Habt ihr ihn gesehen? Ganz kurz, da war er. Gerade ganz kurz. War schneller als der Blitz. Schneller als der Blitz ist der Typ weggegangen. Wo ist der Typ jetzt? Weil ich habe das Gefühl, das war ein Spieler. Und kein Bot. Der kann halt hier überall sein, ne? Der ist safe noch gerade in der Stadt. Ich könnte meine eigene Mutter dafür verwenden, dass der Typ noch in der Stadt ist. Der ist in die Richtung gelaufen, als er könnte. In dem Gebäude chillen. Bist du da? Hier drin ist auch keiner. Mir halt komisch, Digga. Oh, da hinten rennt das Lama. Warte mal. Lamas rennen normalerweise vor jemandem weg, vor einem Spieler. Komm mal zu mir. Oh, jetzt bist du in der Falle, ne? Das ist jetzt natürlich schlecht. Oh, au, au, au. Headshot, Headshot, so. Sympathisch für den tollen Loot, Digga. Sympathisch, ehrlich. Okay, Digga. Okay. What the fuck? Okay. Oh, da lief was Episches. Wow! Legendäres sogar. So. Ich würde sagen, im Angesicht der Umstände sieht der Loot und meine derzeitige Situation eigentlich recht gut aus. Da oben schläft wieder das Mutterschiff. Die können die Sonne nicht mal in Ruhe lassen, Alter. Ich verstehe nicht, was an der Fortnite-Map so attraktiv ist, Digga. Meine Fresse, wir wollen einfach nur in Ruhe Battle Royale spielen und irgendwie alle paar Monate kommt mal ein Alien-Schiff, die Avengers kommen persönlich auf die Insel und so ein Galactus kommt, ein Megamonster kommt und kämpft mit einem Roboter. Digga, was wollt ihr alle von uns? Wir wollen doch nur Battle Royale spielen ein paar Runden. Mann. Alter. Die drehen ja alle richtig auf, Alter. Die sollen doch mal alles schön in ihrem Universum bleiben. Vor allem mit ihren ganzen Kooperationen und so, das ist doch auch nervig. Wer kauft sich die Skins mittlerweile noch? Yo, Digga. Wie viele Jump Pads habe ich? 5 Stück? Ist das
das überhaupt möglich? Das kommt mir ja vor, das sieht ja aus, als hätte ich mir die gecheatet. Was ich aber sagen wollte, vor ein paar Jahren, ne? Vor, sagen wir, einem oder zwei Jahren. Als man damals noch Kooperation gekriegt hat mit irgendjemandem. Damals war es ja auch noch selten. Damals war es was Besonderes. Oh. Das würde ich alles so ungern liegen lassen. Na gut. Damals war es noch was Besonderes, Leute. Als man eine Kooperation gekriegt hat. Damals war es was Besonderes, Leute. Als man irgendwie Lachlan oder so gekriegt hat. Das war was Besonderes. Wir hatten damals fast keine Kooperation. Damals konnte man sich nicht ganz andere kaufen, aber heutzutage habt ihr mal drauf geachtet. Ihr bekommt fast jede Woche einen neuen Typen. Mittlerweile kenne ich die alle gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was Fortnite vorhat. Aber sie scheinen immer noch nicht zu realisieren, dass sie ihr eigenes Game komplett in den Arsch schießen. Die realisieren es nicht. Die Frage ist halt, werden sie es jemals realisieren, ne? Jo, Digga, 147 Schuss für meine Shotgun, Mann. Reicht, Alter. Oha. Ich bin jetzt sehr gut leider getarnt. Mit Ramirez. Weil die hat so ein grünes Top und so. Und ja. Ich bin eigentlich gut getarnt. Das ist ein guter Tarnskin. Ich wünschte, diese No-Skins hätten wir noch im Spiel. Also als echte No-Skins. Fortnite, Digga, so geldgeil. Man hat sich so fett gefreut, dass die No-Skins wieder da sind. Die OG-No-Skins. Und da muss man die einfach für 800 V-Bucks kaufen. Ich habe sie mir gekauft halt. Aber ich find's trotzdem geldsüchtig. Ich meine, als ob Epic Games nicht genug Kohle macht mit ihrem Spiel. Jede Sekunde kauft sich doch mindestens ein Fortnite-Kitty gerade irgendwie 20 Euro PayPal oder so für Fortnite. Also jetzt mal ehrlich. Ich meine, ich habe gerade was gehört. Die Zone wird langsam richtig hässlich. Boah, ich muss genau dahin, wo ich gerade war. Ehrlich jetzt, Digga. Mann, Alter. Das ist gottlos. Das ist schon... Oh. Hör mal auf kurz! Leute, ich würde jetzt gerade gerne mal wissen, was mich gerade angegriffen hat. Denn das war kein Spieler, es hatte 500 km/h drauf. Was war das, Digga? Was hat mich da gerade angegriffen? Noch ein Jump, wenn ich sein muss. Ich habe immer noch drei. Acht Spieler leben anscheinend noch. Ich weiß von meinen vertraulichen Quellen, weil ich gerade angeschlossen wurde,
dass da hinten ein Typ ist. In dem Häuschen da. Das aussieht wie das Häuschen von Clowny persönlich. Bei Missy Murders Camp wahrscheinlich. Könnte ich mir schon vorstellen, zwei, drei Leute. Da hinten auf der Insel ist safe auch, mindestens einer. Und die anderen, was Gott weiß, wo die sind. Ich wurde gerade angeschossen von der Sniper. Ich sollte besser nochmal ganz sicher gehen, dass ich nicht gehadshottet werden kann. Ich muss halt auch gucken, wo alle sind. Tschüss hier. Wegen diesen ganzen Hintergrundmusikgeräuschen und so. Ey, Digga, die Zone ist einfach perfekt in dieser Mittelinsel. Einfach perfekt, Digga. Es sieht so satisfying aus. Aber was ich sagen wollte, ich habe gar keinen Plan, Digga, wo die alle sind. Da ist einer. Gut. Vielleicht bei dem Häuschen. Okay. Na gut, ich sollte dann mal gehen. Ich würde sagen, wir benutzen einfach altmodisch die Treppen. Ah, Schlagdämpfer Pistole benutzt leider keine, Entschuldigung. Dann benutze ich schon lieber die normale Pistole. Ah, Gott sei Dank. Es hätte sein können, dass da jemand kennt. Das ist immer möglich. Hinten fällt aber auch ein Typ, ne? Wir sind überall Typen, was soll ich machen? Ah, ich kann schon wieder nicht viel machen, anscheinend. Hast du noch einen Typ? Hä, aber es gibt noch drei Gegner. Da hinten ist einer, da ist einer. Der ist beängstigend nah, sogar der Typ. Okay, danke dafür. Aber da ist noch irgendwo ein Typ. Drei Gegner. Und ich weiß, wo zwei Leute davon sind. Ich mag es nicht, wenn ich im Endkampf bin und weiß nicht, wo alle Leute sind. Das gefällt mir echt ganz und gar nicht. Ich bin auch ziemlich gearschfickt gerade. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser hässlichen Position rauskommen soll. Und könnt ihr euch jetzt mal töten, Leute, bitte? Das macht es sehr viel leichter für mich alles. Na gut. Ich muss. Kleiner Schlingel, Digga. Kleiner Schlingel, Mann. So. Hat der kein Ziel gehabt, der Typ? Scheiße, Digga. Ha!
Kennst du mal der andere Typ? Kannst du wissen? Ja, lol, Digga, als ob ich davon Fallschaden kriege. Du hast aber starke Gelenke, du dumme Fotze. Wow, wow, Digga! Digga! Schönes Ding! Ja, Mann! Ja, Digga! Endlich mal wieder ein Sieg! Leute, 22 Minuten haben wir jetzt auf der Uhr. Ich würde sagen, das schnackern wir nicht sehr viel. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut und ciao.